Dies ist Akshaya Patra, die weltweit größte Initiative für kostenlose Schulmahlzeiten. Allein in dieser Küche wird täglich genug Biryani für 75.000 Kinder hergestellt. In ganz Indien versorgen die 65 Küchen der Stiftung täglich 2 Millionen Kinder in über 19.000 Schulen. Und insgesamt wurden seit der Gründung im Jahr 2000 über 3 Milliarden Mahlzeiten serviert. Darauf ist der stellvertretende Vorsitzende Sri Chanchalapati Dasa sehr stolz. Es ist, als würde man ganz Indien dreimal ernähren. Wir besuchten eine Megaküche, um zu sehen, wie dort Gemüse Biryani und Mung Dal Payasam in so großen Mengen hergestellt werden. Diese Megaküche befindet sich in Bengaluru, der Hauptstadt des südlichen indischen Bundesstaates Karnataka, und beschäftigt auf 3 Etagen 230 Mitarbeiter. Wir beginnen im obersten Stockwerk, wo alle Zutaten gereinigt, geschnitten und vorbereitet werden. Jeden Tag bereiten die Arbeiter die Rohzutaten für den nächsten Tag vor und lagern sie dann in einen Kühlraum, der bis zu 5 Tonnen Lebensmittel fassen kann. An einem durchschnittlichen Tag verwenden wir in dieser Küche etwa 25 Zutaten. Ein sehr wichtiger Aspekt in Akshaya Patra ist die Menügestaltung. Auf der Speisekarte steht heute Gemüse Biryani, ein indisches Reisgericht, das die Küche mit verschiedenem Gemüse und einer hauseigenen Gewürzmischung zubereitet. Zunächst lassen die Arbeiter die Kisten mit vorbereitetem Gemüse durch diese Schneidemaschinen laufen. Da wir große Mengen an Essen zubereiten und dies sehr schnell und sehr kosteneffizient tun müssen, nutzen wir in großem Umfang Technologie. Diese Charge Biryani enthält Tomaten, grüne Paprika, Kohl, Karotten, Kartoffeln und Kürbis. Wenn Sie sich den Inhalt dieser Kisten ansehen, jede Mahlzeit enthält mindestens 50 Gramm Gemüse für ein Grundschulkind und 75 Gramm Gemüse für ein Oberstufen-Grundschulkind. Neben dem Gemüse portionieren und bereiten die Mitarbeiter auch Reis für dieses Gericht vor. Anschließend wird der Reis vor dem Kochen gründlich mit Wasser gewaschen. An einem durchschnittlichen Tag kann die Küche etwa 7 Tonnen Getreide und 5 Tonnen Milchprodukte verarbeiten. Der gewaschene Reis und das vorgeschnittene Gemüse kommen dann in einen Schacht, der mit der Etage darunter verbunden ist. Diese einfache Art, Schwerkraft zu nutzen, ist eine der Schlüsselkomponenten dieser Anlage, da sie den Arbeits- und Reinigungsaufwand reduziert. Die Zutaten landen in 51 dieser Edelstahlkessel, in denen die Köche alles mit riesigen Rührlöffeln vermischen. Danach schließen die Arbeiter die Deckel und nutzen einen 2-Tonnen Heizkessel, der Dampf zum Garen der Speisen erzeugt. Die Herstellung von Biryani von der Vorverarbeitung bis zur Fertigstellung dauert normalerweise 1 Stunde und der Kessel, den Sie hier sehen, kann etwa 1000 Kinder verpflegen. Zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit und Sauberkeit wird die Temperatur des Gemüse Biryani kontrolliert und protokolliert. Neben jedem Kessel befindet sich in einem kleinen Edelstahlgefäß eine Probe jeder Charge, die dann 24 Stunden später auf mikrobielles Wachstum getestet wird. Einmal pro Woche erhalten die Kinder ihr Mittagessen mit einer süßen Leckerei. Hier wird Mung Dal Payasam hergestellt. Mung Dal Payasam ist eine Nachspeise und Kinder lieben sowas. Jeder dieser Kessel kann etwa 1200 Liter Dal verarbeiten. In jedem der 6 Kessel, in denen das Gericht gekocht wird, kommen etwa 680 Kilo Linsen.
Für die Textur und Cremigkeit werden außerdem Milch und Rosinen hinzugefügt. Schließlich wird Jaggery-Sirup, ein unraffinierter natürlicher Süßstoff aus Zuckerrohr, in die Kessel gerührt. Typischerweise dauert die Zubereitung etwa 1,5 bis 1¾ Stunden, vom Aufkochen des Mungdal bis zur Zubereitung der letzten Portion. Sobald das Gemüse Biryani und das Mungdal Payasam fertig sind, befördern Küchenarbeiter die Gerichte aus den Kesseln in diese Karren. Diese werden dann zu einem weiteren Schacht transportiert, der mit dem Erdgeschoss verbunden ist. Das Essen fällt nach unten, wird dann portioniert und zur Verteilung in einzelne Container verpackt. Diese Container sind lebensmittelgerecht. Jeder einzelne kann Nahrung für etwa 85 bis 100 Kinder aufnehmen. Einer der Eckpfeiler von Akshaya Patra ist Hygiene und Sicherheit. Sie sehen, dass jeder Container, in dem Lebensmittel gelagert werden, gewaschen oder mit Dampf gereinigt wird. Anschließend werden sie über ein Förderband in die speziell angefertigten Busse von Akshaya Patra verladen, die sogenannten Busse der Hoffnung. Die Fahrzeuge sind isoliert und halten so das Essen warm. In jedes Fahrzeug passen große Mengen an Essen. Im Laufe der Zeit hat Akshaya Patra logistische Fähigkeiten entwickelt. Von dieser Küche schicken wir beispielsweise etwa 32 Fahrzeuge aus. Wir betreuen fast 650 Schulen und versorgen etwa 75.000 Kinder. Unsere Endkapazität sind 110.000 Kinder. Und das ist nur eine einzige Küche. Wenn man die 64 anderen Standorte in ganz Indien mit einbezieht, verpflegen sie täglich über 2 Millionen Kinder. Der Anfang war sehr bescheiden. Im Jahr 2000 begannen wir, 1500 Kinder am Stadtrand von Bengaluru zu betreuen. Nach und nach bekamen wir immer mehr Anfragen von Schulleitern. Sie schrieben uns, wir haben Ihr Fahrzeug mit Essen vor unserer Schule vorbeifahren sehen. Können Sie bitte anhalten und unsere Kinder auch versorgen? Und als wir diese Anfragen sahen, erweiterten wir unser Programm und so betreuen wir heute etwa 200.000 Kinder in Bengaluru. Wie kommt Akshaya Patra an die Mittel, um all die kostenlosen Mahlzeiten zu bezahlen, die sie anbieten? Wir bekommen eine gewisse Unterstützung von der Regierung. Der Rest sind Spenden von Einzelpersonen oder Stiftungen. So können wir sicherstellen, dass wir den Kindern warme, nahrhafte, unbedenkliche und schmackhafte Mahlzeiten servieren können, damit sich die Kinder über ihr Mittagessen freuen. Heute versorgt die Stiftung 19.000 Schulen in 14 Bundesstaaten und 2 Unionsterritorien in Indien. Das Küchenpersonal erstellt Menüs basierend auf den Vorlieben der Schüler und dem Feedback der einzelnen Gegenden. Beispielsweise können die Küchen von Akshaya Patra in nordindischen Regionen Lebensmittel wie Roti oder Fladenbrot erwarten. In Südindien wird als Grundnahrungsmittel eher Reis gegessen. Und die Kinder lieben die von der Stiftung zubereiteten Reisgerichte. Ich mag Bisibelabad am liebsten, weil es mir am besten geschmeckt hat. Bisibelabad erinnert mich an meine Großmutter. Wir wollen das geben, was Ihre Mütter Ihnen sonst geben würden, wenn Sie zu Hause wären und die Mütter über die Mittel verfügten. Natürlich kann niemand eine Mutter ersetzen, aber wir versuchen so nah wie möglich an das heranzukommen, was eine Mutter kochen kann. Ich mag Pulao aus Bohnen und Karotten, wie es meine Großmutter macht. Es ist gut und lecker, deshalb mag ich es. Man kann ein großes Programm dieser Art nicht mechanisch und förmlich durchführen. Alle am Akshaya Patra-Programm beteiligten Mitarbeiter sind den Kindern gegenüber zutiefst mitfühlend und gütig. Und es ist dieses Mitgefühl, das uns Tag für Tag hoch motiviert, dafür zu sorgen, dass wir unsere Aufgaben und Pflichten mit viel Herzblut erledigen.